Situation ist Gott sei Dank sehr ruhig und entspannt. Es gibt hier keinerlei Gegenwehr von Aktivisten, die diese Häuser besetzt haben. Es wird nichts geworfen, es wird nichts geschrien. Das heißt, die Wehrkräfte können hier ruhig und gewaltfrei vorgehen bis jetzt. Es wurde auch noch niemand angetroffen in dem ersten Objekt, das durchsucht worden ist. Lediglich Verbarrikadierungen mit Beton, mit Möbelstücken. Ein zweites Wohnobjekt, das gleich nebenbei ist, das wird jetzt noch durchsucht. Hier gibt es einen Durchgang. Und da wird jetzt eben noch geschaut, ob sich vielleicht noch der eine oder andere Aktivist darin befindet. Es sind hier insgesamt etwa 150 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. Die meisten, wie immer, dafür da, dass man die umliegenden Straßensperren durchsetzt, damit hier natürlich niemand hineinkommt und gefährdet wird von den Unbeteiligten, von Passanten oder vielleicht auch Leuten, die hier wohnen. Und es sind auch Kräfte von der WEGA unter diesen 150 Leuten, die diese Durchsuchungen vornehmen. Die Grundeinsatzlage ist ähnlich wie damals in der Mühlfeldgasse. Allerdings hier muss man sagen, bei dem heutigen Einsatz, dass alles sehr entspannter abläuft wie damals, dass es keine Gegenwehr gibt, es wird nichts geworfen. Der Mannschaftstransportwagen, der gepanzerte, muss auch nicht zum Einsatz kommen. Das heißt, es werden keine Steine auf die Polizistinnen und Polizisten geworfen. Man kann hier besonnener vorgehen. Deshalb ist es auch nicht notwendig, dass mehr Polizistinnen zum Beispiel im Einsatz sind wie damals. Es gibt ja auch keine Demonstrationen wie damals, dass hier Sympathisanten zu Demonstrationen aufrufen. Die müssten dann natürlich auch von der polizeilichen Seite begleitet werden. Das heißt, bis jetzt zeigt sich die Lage sehr entspannt und sehr friedlich. Und Gott sei Dank, weil natürlich möchte auch keiner der Polizisten mit etwas beworfen werden. Der Einsatz ist soeben abgeschlossen worden. Es sind zwei Wohnobjekte durchsucht worden. Beide Wohnobjekte sind leer. Das heißt, der Einsatz wird jetzt von der Polizei beendet und der Besitzer wird einschreiten und für die weiteren Sicherungsmaßnahmen sorgen.